Steht der Crash bevor? Zahlreiche Crash-Propheten melden sich immer wieder zu Wort und prophezeien den wirtschaftlichen Weltuntergang. Wir werfen mal einen faktenorientierten Blick in die Vergangenheit und schauen uns an, wann es zu Crash-Prognosen kam, von wem diese kamen und ob diese letztendlich tatsächlich eintraten oder nicht. Viel Spaß dabei! In letzter Zeit ist es mir persönlich wieder stark aufgefallen, dass Crash-Propheten wieder mehr im Trend sind. Ja, also man hört wieder an jeder Ecke irgendwelche Crash-Prognosen. Aber das ist tatsächlich kein neues Phänomen. Ganz im Gegenteil, ich werde dir zeigen, dass es öfter zu solchen Crash-Prognosen kommt, als man denkt. Und das eben nicht erst seit einer Woche oder seit zwei Wochen oder erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Und natürlich ist eine Wirtschaft nicht perfekt. Natürlich birgt eine Wirtschaft immer Risiken. Ja, es war noch nie anders. Die Frage ist aber, wenn sich nun jemand hinstellt, der auch gerade in den Medien als Experte tituliert wird, und diese Person immer wieder von einem Crash spricht, ist es doch ganz natürlich, dass wir uns mal die Erfolgsbilanz anschauen. Ja? Wenn wir erkennen wollen, ob jemand kompetent ist oder nicht und er sich darauf beruft, Prognosen abzugeben, dann müssen wir natürlich auch anschauen, welchen Gehalt hatten denn die Prognosen dieser Experten in der Vergangenheit. Und genau das möchte ich hier machen und dabei wirst du vermutlich auch auf einige Namen stoßen, die gerade in der deutschen Anlegerwelt sehr, sehr bekannt sind und ja, in den Medien oft zitiert werden. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das musst du natürlich selbst entscheiden. Ich werde dir hier nur einmal die Aussagen zeigen und dir zeigen, was danach in den Aktienmärkten passiert ist. Also viel Spaß dabei. Unten siehst du den Kursverlauf vom MSCI World, der über 1600 Aktienunternehmen aus 23 Industrienationen abbildet und der sehr parallel zum DAX oder auch dem US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 läuft. Und in der blauen gestrichelten Linie siehst du immer markiert, zu welchem Zeitpunkt diese Prognose getätigt wurde. Im Februar 2009 hat Roland Leuschel gesagt, die Kurse werden um 60% einbrechen. Ebenfalls im Februar 2009 sagte Dick Müller, der auch als Mr. DAX bekannt ist und auch einen eigenen Fonds aufgelegt hat, Aktien und Aktienfonds gehören in diesen unsicheren Zeiten einfach nicht ins Depot. Der Hedgefondsmanager Felix Zulauf sagt ebenfalls im Februar 2009, es ist eindeutig zu früh. Wir erleben eine Zeitenwende mit großen strategischen Umbrüchen. Das ist definitiv nicht der Punkt, an dem Anleger langfristig Aktien kaufen sollten. Im Februar 2010 titelt die Focus Money, Börsenlegende Jens Erhard warnt vor Kursrückschlag. Alles verkaufen, kaputte Banken, überschuldete Staaten, heißgelaufene Märkte. Im April 2010 sagt Roland Leuschel wieder, trotz oder wegen der Rallye sei ein erneuerlicher Einbruch des DAX auf 2000 Zähler wahrscheinlich. Damals stand der DAX bei 4000 und hat die 2000 nie wieder erreicht. Albert Edwards, Analyst bei Société Générale, sagt, die Börsen werden 2011 um 60% einbrechen. 2011 sagt Jim Rogers, sehr bekannter Hedgefondsmanager, es besteht eine 100% Chance auf eine Krise, sogar schlimmer als 2008. Im Mai 2011 sagt Max Otte, ebenfalls Fondsmanager, in den nächsten zwei Jahren wird es einen dicken Knall geben. Im Juni 2011 sagt wieder Felix Zulauf, die Kurse werden um 20% zurückgehen, der Bärenmarkt dauere bis Mitte 2012. Im Juli 2011 titelt wieder die Focus Money, der Euro-Crash kommt, wir schaffen ihr Vermögen aus der Gefahrenzone. Ebenfalls im Juli sagt Harry Dent, ein bekannter US-Börsenanalyst, der Dow Jones stürzt von 12.000 auf 3.000 Punkte, Anleger sollen 2012 und 2013 den Aktienmärkten fernbleiben. Dirk Müller sagt 2011, den Finanzmärkten droht in spätestens drei Jahren der Kollaps. Er sagt wortwörtlich, es ist 5 vor 12 und dieser Crash wird schlimmer als jener vor drei Jahren. Den Euro wird es seiner Meinung nach in fünf Jahren vermutlich nicht mehr geben. Im November 2011 titelt Focus Money, 5 Professoren, eine Analyse, der Crash 2012. Im Januar 2012 sagt Nouriel Roubini, ein US-amerikanischer Nationalökonom und Professor, im Laufe des Jahres verabschieden sich mindestens Griechenland und Portugal aus der Währungsunion, eine Rückkehr zur D-Mark und eine Auflösung der Eurozone droht. Im August 2012 heißt es in der Focus Money, ein prominentes Regierungsmitglied sagt, wie auch immer das im Detail ablaufen wird, eines scheint sicher, innerhalb der nächsten 18 Monaten wird die Währungsunion auseinanderbrechen. Im November 2012 meldet sich wieder Dirk Müller zu Wort und sagt, die Wahrscheinlichkeit eines Crashs liegt bei 60%. Im November 2012 sagt auch Wolfgang Münchau, ein deutscher Wirtschaftsjournalist, das Euro-Armageddon stehe kurz bevor. Die Prognose von George Soros, nach der die Eurozone noch drei Gnadenmonate habe, sei viel zu optimistisch. Im August 2013 sagt Mark Faber, der auch als Dr. Doom bekannt wurde, ein Börseninvestor aus der Schweiz,
Es riecht nach Crash. Der US-amerikanische Aktienmarkt fällt bis Ende des Jahres um 20%, vielleicht auch stärker. Natürlich ist auch das nicht eingetreten. Ebenfalls im August sagt Roland Leuschel: Ich halte im S&P 500 eine Halbierung für möglich. Und auch im DAX glaube ich an einen 50% Einbruch. Und er sagt: Ich bin der festen Meinung, dass eine Währungsreform kommen wird. Im Oktober 2013 titelte Focus Money: Vier Ökonomen, eine Warnung, schon 2014 droht der Finanzinfarkt. Ebenfalls im Oktober 2013 wettet George Soros, seines Zeichens ebenfalls Investor und Milliardär, 1 Milliarde Euro durch Verkaufsoption auf einen Einsturz des S&P 500. Im Juni 2014 sagt Mark Farber: Der Dow Jones wird binnen eines Jahres um bis zu 30% fallen. Im August desselben Jahres titelt die Focus Money: Sie sollten alle Aktien verkaufen. Im Oktober melden sie sich wieder. Oben rechts siehst du einmal die verschiedenen Titelblätter aus dem Jahr 2014 der Focus Money. Und im Oktober heißt es beispielsweise: Drei Nobelpreisträger erwarten einen Crash. Martin Armstrong, dem ein eigener Kinofilm gewidmet wurde als Vorhersager, als Hellseher der Wall Street, prognostizierte im April 2015 etwas. Und zwar hat er ein System komplexer mathematischer Formeln aufgesetzt und ist der Meinung, die Staatsanleihen crashen am 1. Oktober. Das passiert nicht, kurz danach erneuert er seine Prognose und sagt, sie crashen am 17. Oktober und auch das ist nicht eingetreten. 2016 warnt wieder George Soros vor einem beispiellosen Desaster an den Aktienmärkten und wettet auf Kursstürze. Die US-Investorenlegende Stan Druckenmiller sagt, raus aus Aktien, rein in Gold. Andrew Roberts, Chefanalyst der Royal Bank of Scotland, sagt Anfang 2016, dass wieder ein Aktiencrash droht und warnt davor. Albert Edwards, Analyst bei Société Générale, sagt 2016, dass der US-Aktienmarkt Anfang 2016 um 75% einbrechen wird. Wie du siehst, ist auch das nicht passiert. Wieder Jim Rogers, der Hedgefondsmanager, prophezeit für 2016 oder 2017 einen biblischen Kollaps, der viele alte Institutionen, Traditionen, politische Parteien, Regierungen, Kulturen und ganze Nationen verschwinden lässt. Wenn man diese Prognosen hört, kann man also zu dem Entschluss kommen, gut, die Aktienmärkte müssen ja ins Bodenlose gefallen sein. Was sehen wir aber? In diesem Zeitraum sind die Aktienkurse fast kontinuierlich gestiegen. Wir Menschen begehen immer den Fehler, dass wir denken, dass unsere aktuellen Probleme die größten sind und die Probleme der Vergangenheit vergessen wir schnell, obwohl es auch früher Probleme gab. Und das zeigen beispielsweise auch die Buchveröffentlichungen über die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. So haben der Jenoptik-Chef und der Deutschland-Chef von McKinsey 93 das Buch veröffentlicht, Sind die Deutschen noch zu retten, wo sie Deutschland einen sehr schlechten Zustand attestieren. 2003 schreibt Hans-Werner Sinn, der damalige Chef des IFO-Instituts, des wohl renommiertesten Wirtschaftsinstituts Deutschlands, ist Deutschland noch zu retten und sagt auch wieder, Deutschland geht es wirtschaftlich sehr, sehr schlecht. Nur ein Jahr später schreibt der ehemalige Chefredakteur des Handelsblatts, Gabor Steingart, Deutschland, der Abstieg eines Superstars. Und jetzt wieder 2015 schreibt Marcel Fratscher, der Chef des DIW, die Deutschland-Illusion, warum wir unsere Wirtschaft überschätzen und Europa brauchen. Hier wurde also regelmäßig davor gewarnt, wie schlecht es Deutschland doch in der Zukunft gehen wird. Wie sieht allerdings die Realität aus? Das BIP pro Kopf ist gestiegen, es hat sich fast verdoppelt seit 1990. Ja, der nächste Crash wird irgendwann kommen. Natürlich gibt es irgendwann wieder einen Börsencrash. Aber jemand, der alle 2 Jahre den Crash prophezeit, wird dadurch trotzdem nicht zum Hellseher, sondern er nimmt einfach diesen Umstand, er nimmt einfach ja, dieses Naturell der Aktienmärkte, dass es nun mal hin und wieder zur Übertreibung kommt und will sich dadurch als Hellseher aufspielen. Warum scheitern aber diese ganzen Prognosen? Und dafür gibt es in meinen Augen 3 zentrale Erklärungsansätze. Ansatz Nummer 1 lautet, dass Problemanalysen oft einen wahren Kern haben, das allein aber nicht bestimmte Schlussfolgerungen zulässt, die meisten Experten dann gehen oder die meisten Anleger gehen. Denn es heißt nicht automatisch, nur weil es irgendwo ein Problem gibt, dass es sonst keine Probleme geben würde. Also wenn wir heute Probleme haben, dürfen wir nicht ignorieren, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg immer noch oder immer mit immensen Problemen in der Wirtschaft zu kämpfen hatten. Mit hohen Inflationen, mit ja überhaupt im Jahrhundert mit Kriegen, mit dem Kalten Krieg. Wir hatten Hungersnöte, wir hatten Virenpandemien, wir hatten Anschläge auf Präsidenten in den USA, wir hatten gute und schlechte Präsidenten und viele weitere Probleme, an die wir uns heute kaum noch erinnern können. Aber auch sonst gibt es Probleme, nicht nur heute. Außerdem heißt es nicht, wenn es diese Probleme gibt, dass diese nicht gelöst werden können in der Zukunft. Und selbst dann, wenn diese Probleme nicht gelöst werden, heißt es immer noch nicht, dass diese zwangsweise auch so groß sind, dass sie zu Krisen oder zu Crashs führen.
Beispielsweise die Finanzkrise 2008 ist im Nachhinein natürlich sehr logisch zu erklären. Aber womöglich hätte man auch dort das Schlimmste abwenden können, wenn die Notenbanken oder die Staaten sofort die einstürzenden Banken, wie zum Beispiel Lehman Brothers, aufgefangen hätten. Unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet, aber dadurch hätte man vermutlich die Hälfte des Crashs abfangen können und vermeiden können. Und allein weil wir dieses Verhalten nicht vorhersehen können, können wir auch keinen Crash prognostizieren. Es ist unmöglich. Das heißt, selbst wenn wir Probleme haben, und selbst wenn diese Probleme groß sind und selbst wenn diese Probleme nicht gelöst werden sollen, heißt es noch nicht, dass daraus auch wirklich Krisen oder Crashs werden. Und selbst wenn es nun dazu kommen sollte, dass ein Problem zu einem Crash wird, dann wissen wir nicht, zu welchem Zeitpunkt es ausbricht. Ob es heute ist, in 5 Jahren, in 2 Jahren, in 5 Tagen oder in 10 Jahren. Wir können nicht sagen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbricht. Es gibt einfach viel zu viele Variablen, die kein Mensch und kein Computeralgorithmus der Welt vorhersehen kann, auch wenn Experten so tun, als könnten sie es. Erklärungsansatz Nummer 2 ist sehr simpel, und zwar schnell reich werden und erspartes Retten wird einfach gelesen. Es generiert Klicks, es generiert eine Auflage. Und die Nachfrage bestimmt hier das Angebot. Die Menschen wollen wissen, wie sie schnell reich werden, oder die Menschen wollen wissen, wie sie ihr Erspartes retten. Das ist einmal die Emotion der Gier und die Emotion der Angst. Und beides wird durch die Medien bedient. Die Medien wissen das, sie wissen, was sie auf die Titelseite schreiben müssen, oder sie wissen, wie sie ihr YouTube-Video nennen müssen, damit die Leute darauf klicken. Und daraus entsteht so etwas ebenfalls. Und der dritte Erklärungsansatz ist, dass es einfach Marketing ist. Crash-Prognosen sind hervorragendes Marketing für Zeitschriften, Fonds, Edelmetalle und Börsenbriefe. Wenn ich ein Bauunternehmen habe und ich möchte Bunker bauen, die vor Atombomben schützen, also Atomschutzbunker baue ich, ja, was mache ich dann? Dann veröffentliche ich ein Buch und nenne es, warum der dritte Atomkrieg oder warum der Atomkrieg bevorsteht, warum der dritte Weltkrieg bevorsteht. Perfektes Marketing. Und genau das machen auch viele Experten, dass sie einfach immer die Crash-Prognosen bringen und sie wissen, dadurch kommen sie in die Zeitschriften, sie generieren eine Reichweite, sie können ihre Fonds als Rettung verkaufen oder ihre Edelmetalle als Rettung oder ihre Börsenbriefe als Rettung. Es ist also einfach hervorragendes Marketing. Die Anleger schauen gar nicht so darauf, ob diese Prognosen stimmen oder nicht, ob da so ein Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Viele Menschen haben generell ein gewisses Unwohlsein oder ein gewisses Misstrauen der Finanzwelt gegenüber, einfach weil sie selbst nichts damit zu tun haben und es kaum verstehen. Und dann kommt es natürlich gelegen, wenn irgendein eloquent sprechender Mensch auf einmal den nächsten Crash prophezeit und man fühlt sich in seinem generellen Misstrauen bestätigt. Also einfach hervorragendes Marketing für Experten, unabhängig vom Wahrheitsgehalt. Auch Daniel Eckert von der Welt am Sonntag sagt, dass die Prognosequalität eigentlich egal ist. Ein Astronom, der eine Sonnenfinsternis vorhersagt, die dann aber gar nicht stattfindet, wäre vermutlich schnell seinen Job los. Bei Crash-Propheten ist das anders. Das Nicht-Eintreffen ihrer Prognosen scheint eher noch die Aura zu verstärken, die sie umflort. Gemäß dem Motto, da muss noch viel mehr faul sein im Starte, wenn es trotz guter Gründe nicht crasht. Und auch Joachim Goldberg von der Research-Firma Goldberg & Goldberg sagt, Crash-Propheten sind in erster Linie mehr oder weniger charismatische Geschichtenerzähler. Ob ihre Prognosen eintreffen oder nicht, ist da nicht so wichtig. Ja, du hast also gesehen, in jedem Jahr gibt es irgendeinen namhaften Experten, der einen Crash prophezeit, einige sogar mehrmals, und er ist nie eingetreten. Dafür gibt es viele psychologische Phänomene, warum Anleger und Menschen immer Crash-Prognosen wollen, warum ein Anleger immer lieber zu dem Buch greift, das eine Rettung verspricht, als zu dem Buch, das einfach sagt, es wird alles gut werden. Wir Menschen reagieren nun mal auf Angst mehr und deshalb wird nun mal auch oft Panik generiert. Ja, und in einigen Fällen mag das zutreffen, in den überwiegenden Fällen allerdings nicht. Und Anleger, die sich an diese Crash-Prognosen geheftet hätten, die hätten in all den Jahren, die ich dir gezeigt habe, nicht investiert, die würden vermutlich nie in den Aktienmarkt investieren und die würden einen Großteil der möglichen Rendite verpassen, wenn nicht sogar die komplette Rendite, und müssen sich dann mit vermeintlich sicheren Anlagen wie dem Tagesgeldkonto oder dem Sparbuch zufrieden geben. Vermeintlich sicher deshalb, weil das Inflationsrisiko dort voll durchschlägt. Dazu werde ich auch nochmal ein separates Video machen, da dieses Verständnis sehr wichtig ist. Und mit diesem Video möchte ich nicht sagen, dass es keine Risiken gibt, dass es in Zukunft keine Risiken geben wird, dass es nicht zu einem Crash kommen kann oder ähnliches. Ganz im Gegenteil, natürlich gibt es Risiken und natürlich gibt es irgendwo Dinge, die auch einen Crash auslösen können oder kurzfristige Rückgänge auslösen können. Aber ich möchte dieses Verehren der Börsenexperten und der Crash-Prognosen etwas abschwächen, indem ich einfach ganz objektiv die Erfolgsbilanzen dieser sogenannten Experten
zeige. Ja, daran ist jetzt nichts hineininterpretiert, es sind einfach die Aussagen und der Aktienverlauf. Was du daraus machst, ist natürlich völlig dir überlassen. Ich persönlich weiß aber, dass ich meine Geldanlage weitestgehend unabhängig von solchen Crash-Prognosen abhängig mache, da ich weiß, dass sie jedes Jahr kommen werden und dass der Wahrheitsgehalt kaum nachweisbar ist. Beziehungsweise, dass ihre Aussagen kaum eine Vorhersagekraft für die nachfolgenden Renditen haben. Lass mich gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Schaust du auf solche Crash-Prognosen oder siehst du es womöglich auch speziell nach diesem Video differenzierter als vorher? Das würde mich in jedem Fall freuen und natürlich interessieren, einfach was deine Meinung dazu ist. Schreib mir das also gerne mal in die Kommentare, in dem Wissen, dass es natürlich ein kontroverses Thema ist, dass jeder da womöglich unterschiedliche Vorgehensweisen hat, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, ich möchte hier aber einen faktenorientierten Einblick liefern und dann gerne auch mit dir darüber diskutieren, was du darüber denkst. Natürlich freue ich mich auch, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, wenn dir dieses Video gefallen und neue Einblicke gegeben hat, und abonniere gerne kostenlos diesen Kanal, wenn du keines der zukünftigen Videos verpassen möchtest. Wenn du herausfinden willst, wie du ohne Crash-Prognosen langfristig erfolgreich investieren kannst, kannst du natürlich auch gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Und dort habe ich mehrere Links für dich zusammengestellt, wo du mehr darüber erfährst, wie du eigenständig erfolgreich investieren kannst. Und wie gesagt, auch ohne Crash-Prognosen und wie du auch Börsencrashs überstehen wirst. Und vor allem gelassener wirst, was Börsencrashs angeht. Aber dazu dann, wie gesagt, auf meiner Webseite mehr oder in einem der zukünftigen Videos. In diesem Sinne, mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.